Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein neues Video zu einem meiner Meinung nach recht interessanten Thema. Und zwar bekomme ich ja grundsätzlich in Anfragemails, ob es einen Coachingplatz bei mir gibt, oft die Frage gestellt, siehst du Potenzial in mir oder glaubst du, kann ich im Bodybuilding erfolgreich sein? Das ist natürlich eine ganz wesentliche Frage, wenn man sich jetzt Gedanken macht darüber, wo die persönliche Reise hingehen soll und ob man einen Sport oder was auch immer ein bisschen professioneller betreiben soll. Jedoch ist es wirklich schwierig, auf diese Frage nur aufgrund einer momentanen Aufnahme eine Antwort zu geben, weil Bodybuilding ganz einfach vielschichtiger ist. Und das ist auch das, was ich am Sport so mag. Es spielen so viele verschiedene Eigenschaften in diesem Sport eine Rolle, die einen Athleten erfolgreich werden lassen oder nicht. Aber nichtsdestotrotz versuche ich halt trotzdem ein bisschen grob zu umreißen, welche Eigenschaften es braucht, um das Zeug zum Bodybuilder zu haben. Jetzt ist es so, natürlich der erste Eindruck, den man von einem Athleten hat, ist einmal, wenn er jetzt relativ am Anfang steht und auch noch nicht viel Muskulatur da ist, der Knochenbau, den man mitbringt. Der Knochenbau, was meine ich, wenn ich vom Knochenbau rede? Da meint man in erster Linie natürlich einmal das Schulter-Taillen-Verhältnis. Es ist in dem Sport ganz einfach von Vorteil, wenn man breitere Schlüsselbeine hat, als man Hüftknochen hat, weil das einem natürlich athletischer wirken lässt. Das ist ja so, man schaut mit weniger Muskeln proportionierter aus, als wie Athleten, die einen eher geraderen Knochenbau haben, wo man diese Symmetrieschwäche in Meisterfolge dann mit mehr Muskulatur kompensieren muss. Aber trotzdem, dieser erste Eindruck des Knochenbaus hat in dem Sport jetzt nicht die wichtigste Relevanz. Es sei denn, euer Ziel ist eine Klasse wie Mainz Physik oder zum Teil auch Classic Physik. Bei der Mainz Physik ist es extrem wichtig. Oder auch in der Figurklasse bei den Mädels ist es extrem wichtig, Bikini auch, dass diese Symmetrie der Shoulder-Waist-Ratio gut ist. Wenn es um Klassen geht, die mehr Muskulatur zu lassen, Woman Physik oder Bodybuilding, da kann es ein Vorteil sein, aber ist jetzt nicht so, dass es einen Sportler in seinem Erfolg limitieren kann. Das heißt, dieser erste Eindruck einer Genetik in Bezug auf den Knochenbau ist sicher einmal einer, der ein bisschen einen Hinweis gibt, vor allem wenn es um spezifische Klassen geht, wie groß das Potenzial einer Person ist. Aber trotzdem noch einmal zurückgesagt, das ist nur futzi-futzi der Gesamtgenetik, die notwendig ist, um im Bodybuilding-Sport erfolgreich zu sein. Das Zweite, was man natürlich sieht, wenn eine Person zu einem kommt, ist eine gewisse Grundmuskulatur. Es gibt ganz einfach Menschen, die sind in der Basis schon einmal mit mehr Muskelreife, mehr Muskelqualität und größerer Muskulatur gesegnet als andere. Man kann zum Beispiel ein bisschen abschätzen auch, dass Leute, die eine rundere Muskelstruktur haben, bis zu einem gewissen Masseniveau einen Vorteil gegenüber Leute, die eher langgestreckte Muskeln haben, weil die natürlich nie so plastisch ausschauen. Trotzdem muss man auch hier wieder sagen, das sind in Wirklichkeit keine genetischen limitierenden Faktoren, ob jetzt einer langgestreckte oder bauchige Muskeln hat, weil es die Geschichte auch gezeigt hat, dass Leute mit langgestreckten Muskeln, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Armmuskulatur von Dennis Wolf anschaut, er eher langgestreckte und keine bauchigen Muskeln dort hat, trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein können, weil sie halt in ihrem genetischen Bereich den Rahmen maximal ausgenutzt haben und meistens ja so, man kann von der Genetik jetzt nicht alles gut kassiert haben, sondern es gibt immer Punkte, die besser sind und schlechter sind. Um jetzt zum Beispiel beim Dennis Wolf wieder zurückzukommen, Schulterverhältnis zu Taillenverhältnis ist da aber dann natürlich großartig und eine super Basis. Und auch die nächste Komponente, wie leicht man Muskulatur zunehmen kann, ist dann in Wirklichkeit was man erst einmal über einen Zeitraum beurteilen kann. Weil wenn jetzt ein Kunde neu zu dir kommt und der hat die Muskelmasse X,
kann man zwar korrelieren, okay, er trainiert jetzt schon so lange, aber am Ende aller Tag weiß man natürlich nicht, welchen Blödsinn hat er gemacht oder wie optimal hat er das Ganze ausgenutzt. Das heißt, die dritte maßgebliche Komponente neben, wie schaut die Knochenstruktur aus, wie schaut die Muskelstruktur per se aus, ist natürlich, wie schnell kann er Muskelmasse zulegen. Und das ist individuell natürlich ganz, ganz, ganz unterschiedlich und einer der maßgeblichsten Faktoren, was die Genetik in diesem Sport betrifft. Das heißt, Leute, die sich schwer tun, Muskelmasse zuzunehmen, haben natürlich einen sehr, sehr steinigen Weg in diesem Sport. Was aber nicht heißt, dass sie nicht erfolgreich sein können, weil man natürlich mit Fleiß und Ehrgeiz schon sehr, sehr viel kompensieren kann. Und oft ist es ja so, dass zum Beispiel dann Leute, die sich schwer tun, Muskelmasse zuzunehmen, in einer anderen spezifischen Genetik, die für diesen Sport wesentlich ist, dann wieder Vorteile haben. Weil neben der Muskelmasse ist es natürlich ein maßgeblicher Punkt, wie konditioniert steht dieser Athlet am Ende aller Tag auf der Bühne. Das heißt, wie leicht kommt er in Form, wie gut ist sein Stoffwechsel. Und oft ist es so, dass diese zwei Eigenschaften ein bisschen konträr miteinander sind. Es gibt natürlich auch Individuen, die nehmen super leicht Muskeln zu und werden super leicht shredded. Die haben dann natürlich sehr viel Glück mit der Vergabe ihrer Genetik gehabt. Aber oft ist es so, dass es konträr ist. Und da ja beide Sachen in den Sport dazugehören, braucht man beides, um erfolgreich zu sein. Und oft ist es so, wenn wie gesagt, Muskelmassezunahme schlechter oder schwieriger ist, kommen diese Leute oft leichter in Form, was ja auch wieder ganz ein wesentlicher Punkt im Wettkampfbodybuilding ist. Wenn dieses genetische Verhältnis so ist, ist es ja natürlich auch so, dass man sich eventuell dann die passende Klasse aussuchen sollte und jetzt, wenn man schwer Muskelmasse zunimmt, vielleicht nicht unbedingt Open Bodybuilding als Ziel haben sollte oder sich vielleicht mit anderen Zielen beschäftigen sollte, weil es gibt ja auch Klassen, die weniger muskuläre Masse und andere Attribute folgen. Das heißt, wir haben jetzt in den genetischen Eigenschaften von Knochenbau generelle Muskelausformung, runde, langgestreckte Muskeln, die Schnelligkeit, wie man Muskelmasse zunimmt, die Leichtigkeit, wie man Fett verbrennt, schon einmal vier ganz wesentliche Eigenschaften, die notwendig sind, um als Bodybuilder erfolgreich zu sein. Aber die fünfte ist für mich fast die relevanteste ist und oft andere genetische Defizite sehr, sehr gut ausgleichen kann. Und zwar, das ist, habe ich die passende Psyche, um Bodybuilder zu sein. Ich muss ein zielstrebiger Mensch sein, ich muss ein Mensch sein, der leidfähig ist, weil das muss im Endeffekt jeder, sei es im Training oder sei es in der Diät. Es ist ganz, ganz maßgeblich, dass man auch dazu bereit ist, ich sage jetzt mal, über seinen Schatten zu springen und jeden Tag sich zu verbessern und das gestrige Ich zu schlagen. Es ist aber eine ganz wesentliche psychologische Komponente, dass man stabil und voller Selbstvertrauen ist in dem, was man tut. Schwankende, sprunghafte Persönlichkeiten werden es im Bodybuilding-Sport immer schwieriger haben, weil es halt ganz einfach schwieriger ist, konstant, zielgerichtet auf ein Endziel hinzuarbeiten. Was definitiv auch eine psychologische Tugend ist, die man in diesem Sport braucht, ist Geduld. Gewisse Prozesse dauern ganz einfach eine gewisse Zeit und wenn ich zu sprunghaft und zu ungeduldig bin, werde ich am Ende aller Tage nie an mein Ziel rankommen, weil ich nicht akribisch und konstant genug an diesem Ziel arbeite. Das heißt, diese psychologische Komponente, wie leicht kann ich in einer Diät am Plan bleiben, wie sehr bin ich bereit, in jedem Training alles zu geben und mich immer wieder zu übertreffen. Diese mentale Stärke und diese Kraft ist natürlich die Triebfeder eines Bodybuilders und ohne die hilft es mir nichts, wenn ich wahnsinnig leicht Muskeln zunehme oder wahnsinnig leicht hart werde oder die beste Knochensymmetrie der Welt habe. Wenn ich nicht bereit bin zu arbeiten, dann werde ich am Ende aller Tag mein Ziel
nicht erreichen bzw. nie mehr genetisches Potenzial, das ich von der körperlichen Struktur mitbekommen habe, ausnützen. Das heißt, das war die fünfte Komponente. Und um die sechste Komponente noch mit reinzubringen, die mir auch wichtig ist, das Ganze muss einen Spaß machen. Wenn mir das Ganze Spaß macht, wenn ich Training liebe, wenn ich es liebe, mich strukturell zu ernähren, wenn ich den Prozess liebe, habe ich natürlich extrem gute Möglichkeiten, das auf lange Sicht sehr, sehr erfolgreich zu machen. Ein erfolgreicher Bodybuilder ist für mich ein Bodybuilder, der, und das merkt man auch mit der Zusammenarbeit für die Leute, wie sehr die für Bodybuilding per se brennen. Natürlich, wie sehr sie sich dann auch im Endeffekt darauf freuen, das fertige Paket präsentieren zu können. Aber der Weg dorthin ist für viele Bodybuilder schon einmal Genugtuung genug. Wenn ich heute hergehe und sage, ich habe jetzt die Optik als ultimatives Ziel, aber der Weg dorthin macht mir keinen Spaß, sprich es macht mir keinen Spaß, meine regelmäßigen harten Trainingseinheiten zu haben, die akribische Ernährung dazu, wenn das für mich nicht leicht vonstatten geht, weil ich eine Freude am Prozess habe, dann werde ich am Ende aller Tag wahrscheinlich nicht das Zeug dazu haben, ein wirklich erfolgreicher Bodybuilder, vor allem auf die Dauer zu werden, weil was nicht Spaß macht, macht man nicht gut. Im Sinne dessen hoffe ich euch, mehr Einblick darin gegeben zu haben, was notwendig ist, um ein guter Bodybuilder zu sein, und hoffe, euch hat dieses kurze Video einen Input gebracht und Spaß gemacht, und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, ciao.